Ja, das sind jetzt die Underdogs, die in den Battles. Ich fände es auch gut, wenn mir jemand in den YouTube-Kommentar schreiben würde, ob jetzt hier Tony Tones bei den Stony Styles ist oder was da los ist. Das fände ich auch sehr schön gleich am Anfang von Scotts Runde. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal Tony Tones Runde. Mensch, du siehst doch nicht gut aus. Was denn los? Ja, warte, ich erzähl's dir. Weißt du, die Scheiße ist doch echt was, was bei weitem zu viel Stress macht. Ich verzweifle hier noch, Alter, mach mir bitte mal ein Backs klar. Das VBT ist grausam, denn jeder hält sich für auserwählt. Doch man floht hier höchstens aus Versehen, davon ist auszugehen. Ich hätte Lust aufzugeben, aber was mich dabei hält? Im Nachhinein stillt man mein Leid mit deinem Preisgeld. Ey, wie tight du bist, entscheiden da ein paar Klicks. Die meisten Kids meinen, dass Gott was reißen wird, ich peile es nicht. Gib ich kein Motherfuck, du hättest hier platt gemacht. Und dann erkennt man dich auch endlich in der Nachbarschaft. Gerade Scotch, das kann ich wahnsinnig gebrauchen. Kommt mit Partybeats, dabei hab ich grad so schlechte Laune. Und ich glaube, die vertrauen da alle auf ihn. Mann, ich hau ihn raus und ich krieg kaum das Staunen aus den Augen. Hier rappt jeder gleich, ich bin dieses Schema leid. Die härteste Line gegen mich war, dass ich wie Kollege heiß. Das klingt wirklich schlimm, du siehst doch strapaziert aus. Mach dir mal noch ein Bier auf hier, ich finanzier's auch. Du hast doch das Zeug zum Gewinn. Und wer das leugnet, der spinnt. Mach weiter, Mann, das Preisgeld beutest du drin. Scotch, du bist ein Kellerkind, du passt damit ja perfekt zu Rappers hin. Rap mal von was Echterem, so wie in einem Wettessen oder von Schmetterlingen. Mir egal, es bleibt wack, Scheißdreck. Ich weiß, dass dir was Besseres nicht einfällt. Ich mach auf deiner Beisetzung den Mic-Check. Doch es hat keinen Zweck, nein, du bleibst wack. Jeder weiß es, keiner sagt es laut. Scotch hat eigentlich ja gar nichts drauf. Fuck, nein, ich lass mir von dem Scheiß nicht meine Psyche belasten. Scotch hat doppelt so viel Schwänze, wie ich Typs geblasen. Und jetzt behauptet das Blockchen, dass es Charakter hat, es abgehoben. Doch regt sich im Ansatz nicht vom Standard ab. Du ziehst weg, verschwendest an deinen Texte keinen Gedanken. Tut mir leid, dass mit den Lines ist, hast du falsch verstanden. Du bist kein Rapper, eher so ein Entertainer. Und ich finde dich geschmacklos, trotzdem so ein Bug-Flavor. Bist ein stämmiger Zwerg, der sich kräftig ernährt. Und dein einziger Sport ist, du läufst dem Trend hinterher. Frag mich, was gerade so stinkt und mit die Atemluft nimmt. Scotch trinkt und dabei wird seine Fahne im Wind und sich in die Enge getrieben, denn du nimmst zu. Keine Leine ist hängen geblieben, doch dafür du. Ich zeige gerade und der Spaß dir entführte zu fliegen. Scheiß auf Scotch, Mann, da hab ich wirklich lieber mein Bierchen. Hey, Scotch, ich bin nicht sogar fett oder wack, weil du nicht schmeckst. Ich möchte grad zu schmecken. Ich zeig dir, was du machen kannst, wenn du jetzt mal ein bisschen bleibst, dir nicht mal Flaschen brannt. Bier und Whisky, die vertragen sich nicht, weil dieser Scotch blendet, wird dir ins Szenario geschickt. Ist egal, was du denkst, wenn mal deine Fans hast du im Endeffekt nur durch das Glas. Durch den Rest? ich hab versucht, das zu verstehen und ich glaube ja immer noch, es wird Fans gesagt. Was sind so deine Lieblingslines aus der Runde? Saisonbank Flavor, aber bleibst trotzdem geschmacklos. Weil Flavor? Wegen Flavor und Geschmack, ja. Ansonsten dieses einzige Sport oder den Trend daher, das fand ich alles so ein bisschen ausgelutscht. Aber generell, was ihr macht, ne, so ein bisschen dieses Wortwitz um die Ecke gedacht. Ey, wie ja. Kollege. Der heißt ja auch so. Nee, aber da sind schon viele Wortspiele drin, ja, aber jetzt nicht so konsequent als super Punch eingebaut. Und dieses Jahr, keine Leine ist hängen geblieben, dafür du. Das ist zum Beispiel gut. So. Ansonsten hat er aber auch viele Wortspiele so, ja, so angetastet irgendwie. Ja. So gesagt, guck mal, da gibt es jetzt ein Wort in meinem Satz, das hat zwei Bedeutungen und mein nächster Satz nimmt darauf Bezug und so. An sich ist es cool so, aber es hat mir irgendwie so das Absolute gefehlt, so das, was mich dann wirklich umhaut. Es hat schon, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das jetzt irgendwie Bezug hat auf was Echtes, was Scotch macht, dass er jetzt da den Trend hinterher rennt oder so. Ich meine, Partyrap, gut, keine Ahnung. Welchen Trend könnte Scotch gerade hinterherrennen? Was sagst du? Dieser Dubstep-Beat-Unsinn. Also was halt immer geil ist, allein weil diese Breaks drin sind. Aber der hat auch nicht immer auf Dubstep-Scheiß gerappt, oder? Ja, er hat, was woran ich mich erinnern kann, ist auch so eine Runde oft so ein... War das sogar die letzte? Mit Kali in der Hook, wo sie in der Hook öfter mal lalala sagen. Das ist halt auch so ein Pop-Track gewesen, der zu der Zeit neu war. Und da haben sie halt den als Beat genommen. So. Das fand ich jetzt sich keine schlechte Line. Das hat schon getroffen, so, aber ich fand das... Ja, ich habe auch sehr lange gebraucht, um warm zu werden, so mit der Runde als Ganzes. Als ich glaube auch so insgesamt, wenn ich jetzt so über die Runde nachdenke, finde ich sie sehr monoton auch. Ja.
Das liegt vielleicht auch an dem Video, muss ich sagen, weil da machst du jetzt auch nicht viel Besonderes. Deine Schauspieleinlage am Anfang ist ein bisschen nicht so gut. Der Barkeeper rappt dann auch auf einmal. Ich habe jetzt nicht erkannt, wer das ist oder was der jetzt da genau mit zu tun hat. Auf jeden Fall glaube ich auch nicht, dass es so schlau ist zu sagen, du hast das Preisgeld dringend nötig. Ich fand es weniger schlau zu sagen, du kannst den schlagen, du schaffst das bestimmt. Mm. Das in seiner eigenen Runde. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja. Mehr Coolness, weißt du? Du brauchst mehr Coolness. Ja, vielleicht auch weniger Coolness. Dieses Laid-Back-Rappen auf dem Beat, das hat... Ja. Ich habe das sehr lange gebraucht, um reinzufinden. Ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie Scotch das jetzt macht. Okay, also er hat so diese Laid-Back-Coolness vielleicht jetzt versucht. Ja. Hat bei mir jetzt nicht so richtig gezogen, aber gut. Vielleicht brauchst du aber auch noch eine andere Coolness, weißt du? Dass du noch einen anderen Style hast, der cool ist, weißt du? Dass du so sagst, jetzt werde ich aber auch mal wieder sauer und das machst du dann auch cool vielleicht, weißt du? Ja, also wie gesagt, so richtig eine Superline ist jetzt nicht hängen geblieben, du rennst den Trend hinterher, okay, das Preisgeld gehört eigentlich mir und es wäre blöd, wenn du es dann kriegst, okay. Gewagte Aussage, aber kann man mal machen. Und wir gucken jetzt mal, was der Scotch, also ich erwarte, dass er so ein paar Lines da gerade, was der Barkeeper gesagt hat, auf jeden Fall kontern wird. Ich habe sie auch gestern schon gesehen, aber gestern Abend ist schon wieder so eine lange Zeit her. Gucken wir mal, was da kommt. Jetzt die Rückrunde von Scotch, Runde 1. Er antwortet auf Tony Tones. Wir sind gespannt. Hey, Graffiti für Hip-Hop, ja. Ey, und dein Gegnerbezug ist auch voll so durchdacht. Reduzier mich auf den Whisky, ich denk so toll 2008. Ey, so eine Line hatte noch keiner. Stopp, das ist nicht richtig. Selbst 2009 bei Triple G war schon nicht witzig. Scheiß mal auf die Preiskohle, ich weiß, dass du sie brauchst. Und ich schnapp mir die Platte und meine Jungs und gib ein aus. Ey, und wo wirst du gefeuert, Alter? Keiner kennt dich, Bitch. Und genau diese Sache entscheiden die paar Klicks. Entertainment ist voll scheiße, da muss ich dir recht geben. Besser, wenn sie wegnicken oder das Video wegklicken. Oder nicht lachen, weil du halt nicht unterhältst und deine 6 Fans klicken gelangweilt deine Runde weg, deine Runde und verbeilen ist ungefähr das gleiche. Und wenn du schon so trollst, ey, dann bring nicht so ne Scheiße. Und die Spruch, die trägt nur Bags, Alter, ich mach mir ein Bier auf, egal von welcher Marke, Hauptsache steht Bier drauf. Hier. Wie der Scotch bei seiner Runde sich schon gedacht hat, bei der Bewertung werde ich hier Bags trinken und mich darüber aufregen, dass das ja kein richtiges Bier ist. Sehr schön. Der Part hat gut gekontert auf jeden Fall, fängt an gleich mit den Sachen, die ich erwartet habe, da du brauchst das Geld bestimmt und ich würde mit dem Preisgeld meinen Jungs einen ausgeben und so, ist alles sehr schön und Scotch, dieser Whisky-Konter und so, ja, so möchte ich das auch, dass bloß nicht entertainen, ja, also seid bloß nicht unterhaltsam, das ist echt kacke, ja, das, ich schlafe lieber bei Videos ein, das finde ich sehr schön, ja. Das hat mir gefallen. Kennst du diesen Marvo oder Maeve, der jetzt kommt? Ich kenne ihn nicht. Ich habe den Namen irgendwo schon mal gehört. Na, beim KBU Mic-Check hast du den schon gehört. In welchem Teil? Eins oder zwei? Es gibt schon zwei. Es gibt schon zwei. Oh. Also im ersten vermute ich jetzt mal. Wie weit ich hinterher bin, ja. Okay. Ja, kann sein, dass wir da... Da war der auch der Beste übrigens. Ja? Ja. Dann gucke ich das nochmal. ja, also das ist sehr schön soweit. Wir sind gespannt, was jetzt kommt. Komm aus deiner Scheinwelt raus. Du bist doch nicht ernsthaft auf das Preisgeld aus. Ach du Versager, Tony Tones, Tony was? Looney Tunes oder Blumentopf für noch bekackter. Ey, du hängst doch nur rum mit deiner Gang und den Homes am Existenzminimum. Ey, scheiß auf den Klappspaten, weil der Saft sagt nichts drauf hat und Tatstoff nichts abkann. Ey, was hast du für Statisten? Der Barkeeper regt auf, dem hör ich nicht mal zu, da hat ein Haarreifen auf. Ey, und wo nimmt ihr den Pep, Mann? Das ist doch viel zu lahm. Das Zeug auf deinem Tisch, ey, das sah doch aus wie Crack, Mann. Und red mal nicht von Drogen, sonst erzähl ich deinen Eltern, dass dein Kollege an der Bar so aussieht wie ein Meth-Junk. Der Junge ist voll dicht in Tony Tones Keller. Ich glaub, der braucht ein bisschen Licht und einen Obstteller. Ey, und geh mal an die Frau.
frische Luft, die Sonne lässt sich selten blicken. Denn Junge, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht im Keller ficken. Und warum bist du traurig? Sind die Typen deine Crew? Ey, die Emo-Wall ist sad, doch noch glücklicher als du. Und der Barkeeper hat recht, dass du das Preisgeld echt voll brauchst. Verkleidung, einen Hoodie, am besten einen braun. Ey, und wenn du keine Lust hast, machst du immer noch was verkehrt. Ich lauf dem Trend voraus und du Tamo hinterher. Ey, schau mich, yeah, was dir einfällt. Komm aus deiner Scheinwelt raus. Du bist doch nicht ernsthaft auf das Preisgeld. Ja. Es funktioniert übrigens besser, wenn man sich denkt, ich lache ihn jetzt für irgendwas aus, was in seinem Video ist, als sich zu überlegen, wo kann ich einen Wortwitz draus machen. Ja? Also gewöhnt euch das ab mit diesem, ich muss irgendwo ein kompliziertes Wortspiel reinbringen. Es funktioniert auch, wenn man ganz einfach sagt, was hast du da gemacht? Oder ich höre dem gar nicht zu, der hat einen Haarreifen auf. Ja? Kauf dir einen Hoodie, am besten einen braun. Ja, also aber dass er das schon in der Hinrunde sagt, das wissen wir ja noch gar nicht. Nein, um Gottes Willen, habe ich noch nie gesehen. Ja. Nee, ja, also da, auch der Part hat wieder gesessen und sehr gut gekontert. Und jetzt kommt nochmal die Hook. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Wir machen einfach mal weiter. Find's raus. Ach du Versager, Tony Tones, Tony was? Looney Tunes oder Blumentopf für noch Big Kakta? Ey, du hängst doch nur rum mit deiner Gang. Die haben ja noch zweimal den gleichen Video ausgesprochen. Echt faule Säcke dabei. Alter, pick diesen Ton. Alter, pick diesen Ton. Ja, wäre halt noch bekackter. Das hab ich auch ganz verstanden davor. Super rein. Blumentopf wäre noch bekackter? Nee, Blumentopf wäre noch bekackter. Blumentopf wäre noch bekackter. Der Hamburg ist auch ganz cool. Der Rand ist auch Versager übrigens. Das hat Eier. Aber es kann man machen. Also klar, warum auch nicht? Wir müssen das jetzt hier zusammenfassen. Du musst das. Ich würde das kurz machen wollen und sagen, Scotch hat den besseren Humor. Und hat auch mehr Stil, einfach halt insgesamt sehr so der präsentere Typ, weißt du? Der Tony Tones versucht natürlich auch irgendwie das Beste draus zu machen, aber dieses Herablässige, das funktioniert in diesem Battle glaube ich nicht, weil der Scotch hat halt schon einen Namen und du bist eben doch der Underdog, so sieht man das jedenfalls als Zuschauer erstmal. Und aus der Ecke musst du dann eigentlich eher schlagen, als von wegen, ich habe da gar keinen Bock drauf hier und es geht mir alles auf den Sack und das Preisgeld gehört mir und ich will es ja nur nicht den anderen überlassen. Das ist nicht ganz so cool, glaube ich. Das hat mir einfach so vom Image, das Image eines Battles muss ja auch stimmen, weißt du? Ist das richtig in Erinnerung, ja? Ist das so oft geguckt, dass du das... Das kam mir gar nicht so vor, er hat doch, seine Crew heißt doch sogar Underdogs. Ja, ja, so ein bisschen aus, aber warum haben sie es denn nicht auch im Text mal gebracht? Also es hat mir wirklich gefehlt, dass er irgendwie sagt, ach, das ist der Scotch hier. Er hat das ein paar Mal erwähnt, dass alle erwarten von Scotch, dass er gewinnt oder dass er irgendwie voll gehypt ist, aber eigentlich doch gar nichts kann. Und das kann man auch auf jeden Fall so sagen, wenn man danach dann irgendwie so Argumente dafür bringt. Also dann musst du ihm halt auch schon vorwerfen, dass seine Punchlines nicht der Hammer sind, sondern nur irgendwie was klaut von anderen. Und ja, muss man ja auch klar so sagen. Wenn jemand irgendwie von vornherein den Bekanntheitsgrad hat oder den bekannteren Status hat, dann ist es auf jeden Fall schwer, den erstmal zu fällen. So, da muss man dann auch irgendwie krass draufhauen, das ist halt so. Wobei es aber natürlich auch einfacher ist, weil du mehr Angriffsfläche hast, weil ihn jeder kennt, weil du Sachen hättest, womit du ihn angreifen kannst. Das stimmt auch wiederum. Und da muss man dann auch wirklich was draus basteln, was so ein bisschen das ganze Phänomen, das er sich aufgebaut hat, dieses Image, einfach zerstört. Ja. Ich finde, das hat er versucht mit dem Sonnenbank-Flavor und sowas. Aber ja, ich bin hier deiner Meinung. Ich glaube, ich fand das bei TechRap besser. Der hat das eigentlich besser hingekriegt. Definitiv, TechRap ist für mich auch immer noch dabei. Also, ich hätte auch gesagt eigentlich, dass TechRap gewinnt gegen Scotch. Aber ja, Tony Tones macht im Achtelfinale das, versucht das Gleiche, aber kriegt es nicht so gut hin. Und die Rückrunde kontert eben ziemlich, wie Scotch das halt macht, von oben herab. So. Ja. Und das funktioniert. Also Scotch kriegt ja auch den Punkt, definitiv. Ich wollte bloß nochmal klarstellen, dass... Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass er vor dem Video gesagt hat, dass er Tony Tones beide Punkte geben würde. Tony Tones, ich muss ja aber betonen, dass Tony Tones nicht umsonst hier dabei ist, also nicht unverdient. Ja, ja. Das ist ein guter Typ. So, ich, ja,
styletechnisch noch nicht so auf dem Niveau wie ein Scotch oder sowas, aber ich finde, textlich ist da einiges zu holen. Der könnte noch ein bisschen lustiger sein insgesamt. Der hat zwar lustige Lines, er hat zum Beispiel auch gegen Pro Ripper, glaube ich, sehr gut angefangen mit dem, wenn du das so sagst, dann kaufe ich dir die Scheiße echt ab. Oder wenn ich dich so sehe, kaufe ich dir die Scheiße echt ab. Das war zum Beispiel, das ist Humor und so wirkt man sympathisch und das ist sehr wichtig. Das ist das Ding. Für mich wirkt er nicht so, wie sein Text ist. Eben. Das ist sein Text und er selber, die drücken halt so komplett unterschiedliche Sachen aus und das verwirrt mich ein bisschen. Gut, haben wir, glaube ich, jetzt auch endgültig genug drüber gelabert. Ich würde dann jetzt hier weiterklicken für Runde 2. Wir machen natürlich einen Cut. Willst du nochmal kurz sagen, wer die Punkte kriegt? Achso, den Punkt kriegt Scotch in dieser Runde. Runde 1. Wegen lustiger. Scotch. Wegen besser. Okay. Wegen Scotch im Video. Hey, Scotch hat Scotch im Video. Machen wir einen Cut. Ja, dann können wir auch weitermachen jetzt. Jetzt kommt die Runde, die ich gebe es zu, auch schon bei mir auf Facebook gepostet habe und sehr gefeiert habe. Und ich kenne, glaube ich, den Konter noch nicht. Schreckliche Sache, den das. Den gucken wir dann fünfmal, wenn die Kamera nicht läuft. Genau. Und ich bin gespannt. Also ich kenne die Runde von Scotch sehr gut und feiere sie auch. Kann das auch gerne begründen. Wegen Dubstep. Ich mag Dubstep halt nur eigentlich wegen gar Dubstep. Nicht. Ich mag Dubstep halt weil's wirklich gar nicht. Weil es ein Dubstep-Beat ist. Von Skrillex hat ja eine geschrieben. Ja, ja, ich glaube, das schaue ich auch. Das interessiert mich ja nicht, woher der kommt. Hast du denn nicht mal diesen Primo-Beat erkannt übrigens? Auf jeden Fall finde ich schon das Video von Anfang ist echt geil. Und da hätte der Reim besser sein können, aber es stimmt. Mittelmäßige Funkstern, okay, Alter. Das kennt ihr auch schon. Eine Idee hier. Das ist so besonders. Aber es ist insgesamt so stimmig. Und was macht dir mega Spaß, weil er unterm Strich nicht ganz so scheiße wie dein letzter Gegner war. Das muss es sein, oder die Möse ist flutschig. Die Föhnfrisur ist flutschig. Das ist schon ein beliebtes Bandstein eigentlich. Wie schönste. Ich feier das extrem. Ich glaub, ja, mag. Du bist die Schönste. Also, komm. Hast du machst hobbymäßig voll Scheiß, aber Scotty schlägt dich locker leicht. Toni dachte, ihr kommt nicht so. Ich würde schon wieder feiern, würde, wenn ich Seite bei Basti um eine Videoanfrage, also ein Video einstellt, und dann haut er da sowas an. Das ist so genial. Es ist halt mit dem minimalen Aufwand wirklich gut gemacht. Extra Fahrt auf. Ja. Das hätte ich vorher schon erzählt. Das fand ich genial. Obwohl, super 2. Oder trichtert noch ein wenig Ultamo in dein Video, den Schlauch in deinen Hals. Wer kann am besten Deep Throat? Und du hast in ganz Hamburg schon unnummer verkauft. Denn du klingst wie ein Spasti, nur ungewollter Kalo zu dem Weißmann, den kennst du bestimmt auch. Bin geschminkt mit weißer Farbe, doch nicht blasser als der Lauch. Hey, der Underdog ist raus, frag mich nicht, wo deine Homies sind. Du merkst im dritten Part, dass du keiner dieser Stonies bist. Ist auch egal, du interessierst hier keinen Mann. Keiner kennt dich, keiner weiß, was jedes Mal der gleiche kackt. Du voll der Kiffer und auch voll so dumm, ey. Rauch doch mal einen Kauf, du bist so hell wie ein Tunnel. Und sie wollen noch mehr Gegnerbezug. Ich hab in deinen ganzen Videos nach Fehlern gesucht. 100 Mal weggeklickt, x-mal eingeschlafen. Du hast schwach angefangen und ganz stark nachgelassen. Zum Ende scheiße, voll der geile Rapper. Bist in jeder Hinsicht wack, nur im Qualifying besser, ey. Und wenn du keine Lust hast, dann machst du was verkehrt. Gib mal mir oder Fortune oder einen, der sich wehrt. Ich hoffe, dass du Mio oder Fortune aus dem Finale kriegst oder so. Also im Viertel wäre mir jetzt fast noch ein bisschen zu früh dafür. Halbfinale. Ich würde sagen, im Finale? Meinst du?
Wir machen hier mal Pause und dann bewerten wir das vielleicht ein bisschen. Ja, also für mich ist die Runde pure Abriss. Insbesondere gegen Ende hin. Wer das nicht so sieht, der hat die Runde nicht gesehen. Der Anfang, wie gesagt, es gibt dort viele Lines drin, das mit den McDonalds-Augenbrauen, ich glaube, Urteil haben wir alle gehört, muss jetzt nicht noch einmal gesagt werden. Eine Line verstehe ich auch gar nicht, weil wenn ich Party-Lins mache oder was, das habe ich nicht. Ich muss auch sagen, dass es tatsächlich auch Lines drin gibt, für die wir andere Rapper ausgelacht hätten. Du bist hell wie ein Tunnel. Das habe ich auch nicht verstanden, das stimmt. Ich muss dir recht geben, es gibt Lines darin, wo ich bei anderen Rappern gesagt hätte, was soll das? Aber natürlich frage ich mich das ja auch. Nur es stört mich nicht so sehr, weil es nicht die Lines sind, die er in den Vordergrund stellt. Weißt du, es sind so Lines, die rappt er halt auch. Aber, ich weiß nicht, also, das ist für mich einfach auch insgesamt so ein stimmiges Paket. Da kann jetzt jemand noch so tolle Punchlines um die Ecke gedacht haben. Hier stimmt einfach das Gesamtprodukt so gut, dass ich denke, da brauchst du gar nicht jetzt die besseren Lines in dem Text, sondern es sitzt und fertig. Und so soll es sein und nicht anders. Ob da jetzt nur noch ein paar Lines drin waren, die jetzt vielleicht nicht den Gegner enthaupten, ist mir an der Stelle tatsächlich egal gewesen. Also allein schon mit diesem Beat zu kommen, da so krass drauf zu flowen, dann auch, man hat das Gefühl, er hat sich gezielt Basti ausgesucht als Partner, nicht nur weil, halt bitte mal Basti, sondern das hat halt perfekt gepasst. Gut, Beckmann hat nur einen Satz, ich glaube, es war der einzige Auftritt von Beckmann, den man jetzt nicht unbedingt sich merken muss, aber es ist halt Beckmann. Und das passt insgesamt so gut, dass da wirklich nichts bemängeln kann. Ja, also es funktioniert als Track und es funktioniert bisher auch noch als Battle-Runde. Ich finde es jetzt nicht einen so starken Fronter, aber das muss halt der Tony auch erstmal besser machen. Der Tony. Ja, dann machen wir an dieser Stelle einen Cut, um dann zu sehen, was der Tony kann. Rückrunde, Tony Tones. Ey, das ist doch hier, was macht doch hier, Saugen wir die Scheiße aus dem Finger, du reißt textlich ja eh nicht. Alle gebeitete Nights sind schon damals nicht heftig gewesen. Und die Bisse hätte ich den Sieg ja noch fast geschenkt. Saug die Lines aus den Fingern, ich schüttel sie aus dem Handgelenk. Ey, du fettes Schwein, aber ist das so ein Mac ist. Bla 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 bla, beschreibt den Inhalt deines Parts ertreffen. Du wickst dir einen auf dein Internet-Fame und bist mittlerweile der Einzige, der deinen Lispeln erwähnt. Mein Weiterkommen fehlerhaft, war bei dir dann nicht eher was? Hast du beim Text ein paar E's geklatscht und nächstes Mal lieber ein leeres Blatt? Und deine Tracks klingen nach Kehlkopfkrebs. Ich bin die Schönste aus dem Puff, du bist die Hässlichste bei BVT. Und dabei habt ihr bei euch Kali in der Crew. Hab's tatsächlich noch gesehen. Und selbst mit Luke warst der Hässlichste noch du. Du bist ein Spasti und hast genug rumgetrollt. Und dieser Basti, der Basti ist ungewollt. Gotti, du wurdest gefickt von dem Bierchen. Deine Texte sind wie Rohöl, weil sie nicht raffiniert sind. Und darum wirst du jetzt von Tony Tone zerstört. Digga, die McDonalds-Line hab ich ja so noch nie gehört. Tony hat kein Hoodie mehr, der braun ist, doch nen braunen in der Hose. Dein Clip sieht aus wie gedreht im Darkroom von deinem Fingerclub. Ich hab dich weder gefunden, ohne wie du danach zu suchen. Und was für Wäsche waschen, wie du doch erstmal duschen. Basti, sei ehrlich, du findest das Bierchen doch auch krass. Musst du sie gleich zerstören, nur weil dein Fettarsch nicht auf die Couch passt. Sorry, Tones hat kein behindertengerechtes Murmel. Ja, dafür ist das Gott technisch überlegen. Nenn ihn Tony Stark. VR1 keine Lights, VR2 keine Lights, VR3 Zwischenrunde und doch sonst keine Lights. Hast du alleine mein Alle, du seist der Beste. Doch dass du wie 2010 läufst, ändert nicht, dass du schlecht bist. Willst du denn, dass es leicht wird, dich umzumieten? Oder warum bist du von Alk auf Weichspieler umgestiegen? Bei solchen Nein schätzt sich ein Konter leicht. Nutz die Chance und schneid dein dickes Video, weil du hier sonst nichts reichst. Du gehst baden mit deinem Style und deinem Pflasterstein. Ab dann findet ihr den Trichter nur noch unter Wasser ein. Und wenn du mich schon mit Beckmann besuchen willst, dann bring
bring wenigstens ein Bex, was im Kuchen ist. Man weiß mal braun, du solltest mal was Neues ausprobieren. Ich kann dein Gesicht mit paar Punches mit tollem Blau verzieren. Alter Scotty, du bist raus, denn hier ist aus mit Schonungsrespekt. Schon im ersten Part, dass du keiner von den Dopen bist. Pass auf, dass du mich mit Punchline-Treffern nicht umbringst. Hast deine Videos geguckt und ich der Angriffsfläche gefunden. Und du sagst, dass ich dumm bin, so hell wie ein Tunnel. Boah, beste Line, Mann, was schwafelst du für ein Hund? Siehst du fertig aus, du solltest dir eine Pause nehmen, die Runde. Fliegt der Underdog, dann geht das VBT vor die Hunde. Du Schwuchtel-Lex, Cox, du bist vollgestellt mit Smack, mein. Du Fettsack, wäre es nicht mal, würdest du tolle Biten. Besser hol dir Basti, hol dir Backman, damit man gut vergleichen kann, wie peinlich man. Selbst neben denen hörst du dich scheiße an. Deine Runde Schmutz, aber Ast, reine Hook, yo. Ich hab zwar keine Lust, doch mach dich platt, weil ich muss. Ja, ey, Scotty, das ist nicht mehr feierlich, Alter. Du tanzt ja einen Kilometer nach dem anderen weg. So drauf bist du, Alter. Guck mal, da hinten die zwei Eulen, die haben derbs Bock auf uns, Alter. Die wollen los. Bist du dabei oder was, Alter? Nein, Mann, Scotty will noch nicht gehen. Er will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch eh schon zu spät. Lass sie wenigstens schon wieder 2010. Nein, Mann, Scotty will noch nicht gehen. Aber da ist Gott ja so ein Whisky schon seit der Nacht. Aber krass. Ja. Hey, Scotty, da lag mir voll so der Lieblings. Ich komm, was? Scotty, hab ich gehört, yeah! Ich hab kein Ende. Ja, das hätten wir jetzt. Und damit ist gerade eben fand ich noch so gut. Ja. Erst irgendwie Credits machen können und dann das oder so. Guck mal, die finden sich gerade. Kannst du ja. Ah, ja, richtig cool, wenn man die Brüste sehen aus dem Video des Gegners. Ey, sorry, Alter, ich hab so eine Kamera, ey. Ich hab so einen Hals. Alle deine Kollegen wollen los, ey. Deine Mutter hat gerade bei Kalli auf dem Handy angerufen und nicht, weil sie seinen verkrüppelten Schwanz haben wollte. Sie wollte wissen, wo du bist, Alter. Kommst du jetzt oder was? Nein, Mann, Scotty will doch nicht gehen. Wie lange ist das? Noch muss ich das mal kurz sagen? Komm schon, Alter. Was ist passiert? Wie lange ist das so? Ah, das ist bestimmt YouTube, Rednerfehler. Das ist schwarz an Ende. Das kann mir keiner anschauen. Alter, ist doch eh schon zu spät. Lass ihn wenigstens noch tanzen! Alfred! Den ganzen Tag probierst du zu erreichen! Deine Rieber spickt die Sünde unter zu hören und die Fruchtlage gibt es nicht! Ich seh's nur, dass du nach Hause kommst! Du lass mal! Guck wieder einfach alleine, sondern wurde Sauerei gerade mit zwei R geschrieben! Nein, Mann! Scotty will doch nicht gehen! Er will noch ein bisschen tanzen! Komm schon, Alter, ist doch eh schon zu spät! Nein, Mann, Scotty will noch nicht gehen. Wir abbrechen an der Stelle, oder? Ich weiß nicht, ey. Komm schon, Alter, ist doch eh schon zu spät. Lass ihn wenigstens noch tanzen. Was? Ich hab den ersten Konterpart so gut. Ich will noch nicht gehen. Ich hab auch den zweiten Konterpart. Den ersten fand ich so gut. Ja, der erste war besser als der zweite. Der erste war ziemlich doof. Lass ihn wenigstens noch tanzen. Dann guck. Alter! Wahrscheinlich hätte man jetzt auf die ganze Zeit zuhören müssen und dann hätte man die ganzen Zusammenhänge zwischen Malte und Kalli und seiner Mutter und den Kottels und keine Ahnung. Ich dachte, Malte ist jetzt Gosch. Ja, aber wahrscheinlich gibt es da sogar eine richtige Story in diesem Outro. Ich nenne es mal Outro. Das ist länger als die Runde, oder? Ja, total. Das fühlt sich wie Folter. Das musst du mehrmals gucken. Fünfmal! Fünfmal! No, das ist Gott, das ist für alle, das ist auch für mich. Jetzt bin ich doch. Jetzt erzähl mir übrigens auch mal, warum die Schlechter und ich mit denen geredet habe, über ihn stimmt. Also, ja, das Video ist voll aus dem Kopf. Nein, nicht nur das. Nicht. Ja. Nicht nur, dass es nicht so groß ist, sondern dass es ganz andere Sätze sind.
Ja, das ist schon, das gibt Minuspunkte. Das ganze Outro gibt Minuspunkte. Was soll das auch? Ich verstehe es nicht. Das hat man verstanden nach dem ersten Part, dass das dieses eine Lied von damals ist. Stört hat oder sowas? Nein, Mann, Scotty will noch nicht gehen. Er will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch eh schon zu spät. Das versteht einfach nicht. So lange nimmt die Kamera auch nicht auf. Die Runde ist ja schon 8 Minuten. Schon beim zweiten Part davon habe ich ja gedacht, komm schon, Alter, ist doch eh schon zu spät. Und das ist jetzt der 10. Es ist vorbei. Ach, schon. Aber er ist ja doch bei Stonies da jetzt. Also sorry, aber das Ende, den Großteil deiner Runde gerade, den hättest du dir sparen können. Das wäre auch mal konsequent, das zählt alles als Gastro. Ja, es wird oder alles so. Nicht bewertet, aber ich bin dir trotzdem böse. Ja. Und das solltest du, ja, damit du weißt, was es ist. Halt. Die Konterpart, die waren sehr schön. Und du merkst schon, ich kann das jetzt gar nicht mehr so richtig feiern, weil du mich gerade so abgefuckt hast mit diesem Outro. Ich versuche jetzt so neutral wie möglich zu sein und blende das komplett aus, was du da gerade gemacht hast. Die Runden, also die beiden Strophen waren geil, habe ich sehr gefeiert und haben genau das angegriffen, was in Scotts Sinn-Runde angreifbar war und das auch sehr gut gemacht. Du kommst nicht so geil wie Scotch auf den Beat. Scotch reißt am Ende richtig ab, du so ein bisschen. Hast auch nicht die perfekte Schlussline, wie Scotch sie gesetzt hat. Ich weiß nicht mehr, was deine Schlussline war. Es kam war irgendwas Komisches. Es ist so lange her, dass deine Schlussline kam. Das ist auch schlecht. Ja. Ja, es war nichts Gutes. Was war das? Jedenfalls, ich würde ihm hier tatsächlich einen Unentschieden in der Runde 2 geben. Aber nur, wenn ich knallhart das, was ich da gerade zum Schluss gesehen habe, nicht gesehen habe. Also, einfach von den Lines her hast du mich da gut unterhalten. Und da musste ich auch sehr lachen. Und das ist viel wert. Das passiert nicht so oft bei VGT-Runden. Ich muss lachen, weil es so traurig ist. Wie gesagt, unentschieden? Ja, ich gebe jetzt hier ein Unentschieden und das Gesamtergebnis ist dann ein Punkt mehr für Scotch. Hat gesagt, unentschieden? Ja, ich gebe hier jetzt ein Unentschieden. Finde ich behindert. Ja, ich bleibe meiner Linie nicht treu. Finde ich extrem behindert. Irgendwann muss man da aber auch mal fair sein, so an der Stelle. Jetzt aber bei Spliff und Steezy auch ein Unentschieden geben müssen. Nee, da war das was anderes. Da war ich eigentlich noch nicht viel getrunken. Obwohl, ich muss jetzt auch sagen, dass natürlich der Gesamteindruck von seiner Runde wirklich nichts ist im Vergleich zu Scotts Runde. Ich möchte auch jetzt mal ganz, also ich will dich nicht beeinflussen oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass der Tony hier wesentlich besser kam als in seiner Hinrunde, wesentlich wacher. Aber ich habe ihn teilweise Offbeat gehört bei seinen Double-Time-Versuchen, das hat mich ein bisschen gestört. Und als Tamo reingekommen ist, hat man auch ganz deutlich den energetischen Unterschied gemerkt, dass Tamo wesentlich, ja, wesentlich mehr Bock hatte irgendwie. Also das ist vielleicht dein Style jetzt, aber mir hat selbst Tamo besser gefallen, aber die Nines waren Killer. So. Ja. Das wollte ich nur sagen. Ob da jetzt jemand Offbeat war, das möchte ich jetzt mal nicht beurteilen. Ich auch nicht. Ich hatte den Eindruck, wollte ich nochmal gesagt. Ja, wäre mir jetzt jedenfalls nicht aufgefallen oder so. Wollen wir vielleicht nochmal das gucken, wirklich. Das Ende meinst du? Nein, nicht das Ende, sondern das Schöne davor. Wir gucken uns da jetzt, wir gucken da jetzt ganz kurz nochmal rein, so, damit wir ungefähr wissen, was da. Man muss sich ja auch so ein bisschen Eindruck davon, ein Bild davon machen. Wollen wir vielleicht einen Cut machen? Wir haben gerade uns die Runde nochmal angeguckt. Fünfmal, inklusive Outro. Das hat eine halbe Stunde gedauert. 40 Minuten, um genau zu sein. Nee, aber wir haben wirklich gefühlte 40 Minuten diskutiert, was wir jetzt machen. Nur für diese Runde 2. Was du jetzt machst. Was ich jetzt gebe. Also ich habe ja quasi schon gesagt, ich gebe ein Unentschieden und ich nehme das jetzt auch vorweg. Ich bleibe dabei, ich begründe das jetzt folgendermaßen. Der Gesamteindruck der Runde von Scotch ist unfickbar und da kommt auch Tony Tones nicht ran. Und man muss auch ganz klar sagen, dass
Scott sich zwar mit Battle Boy Basti einen sehr starken Feature-Partner gesucht hat, aber einfach, weil er auf seine Weise dann die Runde auch nochmal rockt, gegen Ende hin, nicht abstinkt dagegen. Während, wenn man Tony Dones mit Tamouflage vergleicht, schon merkt, da ist irgendwie ein Leistungsunterschied, allein von der, vom Willen, von der Intensität, von der Power, der Energie her. Tony Tones hat aber eindeutig die krasseren Lines, also die Konterlines sitzen sehr gut, du bist die hässlichste von BVT, du bist der Einzige, der dein Lispel noch erwähnt, da sind sehr viele geile Sachen drin gewesen. VR1 keine Lines, VR2 keine Lines, super, sehr schön. Und ich habe bisher im Turnier immer sehr viel auf die Punchlines geachtet und Flow und Style und Gesamteindruck und Video eher so nebensächlich bewertet. Und es wäre jetzt extrem behindert von mir, wenn ich jetzt sage, der Gesamteindruck von Scotts Runde fickt einfach hier an dieser Stelle die geilen Punchlines von Tony Tones. Und ich bin der Meinung, dass Tony Tones Lines, Konterlines hier auf jeden Fall auch mehr als nur ein paar nette Worte von mir verdient haben, sondern auch einen Punkt. Und deshalb gibt es von mir das erste richtige Unentschieden für eine Runde in diesem Turnier. Ab sofort werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr nur noch auf die Punchlines gucken, sondern schon auch den Gesamteindruck mehr bewerten. Und deshalb kriegt Tony Tones jetzt hier noch den Punkt, einfach wegen der Lines. Ansonsten hätte ich, glaube ich, denn, weil wir sind ja auch Musiker und wir wollen ja auch schöne Runden hören, ganz klar sagen müssen, dass Scotch hier den krasseren Track abliefert einfach, das krassere Lied. So. Und trotzdem, Tony Tones, das halt, du hast dir sehr viel Mühe gegeben und das will ich an dieser Stelle auch würdigen, du bist auch ein sehr guter Rapper. Das würde ich da jetzt nochmal gesagt haben. Unentschieden, freu dich, vielleicht nützt dir der Punkt was, ich vermute mal nicht, aber wir wollen ja hier auch seriös bleiben, es geht ja auch um was. Aha. Ja, um 500 Euro oder so. Was gibt's eigentlich als Preisgeld? Ich glaube 500 Euro und Mind of Style auf Twitter. Mind of Style, ja, hier Kaspar-Konzert, bleibt ein Kaspar-Konzert. Katzenschissel, Sachs. So, kommt's jetzt darauf?